Und wir gehen vorerst hier ins Studio und da begrüße ich jetzt ÖVP-Europaministerin Caroline Edtstadler live bei mir. Guten Abend, Schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Und den EU-Delegationsleiter der SPÖ im Europäischen Parlament, Andreas Schieder. Guten Abend. Guten Abend. Danke fürs Kommen. Frau Minister Edtstadler, Kanzler Kurz hat schon heute früh im Morgenjournal gesagt, wir können sehr zufrieden sein mit dem, was bisher vorliegt. Aber warum eigentlich? Im Mai hat der Kanzler noch gesagt, die gesamte Hilfe müsse über Kredite und nicht über Zuschüsse basieren. Jetzt gibt es doch 390 Milliarden an Zuschüssen. Zunächst muss man schon sagen, dass alleine der Umstand, dass jetzt hier so großes Commitment gezeigt wird und man schon in die vierte Nacht jetzt an Verhandlungen geht, positiv zu bewerten ist. Es ist auch positiv zu bewerten, dass die Positionen Österreichs gehört worden sind und auch einfließen. Also ich glaube, es war wirklich richtig, sich mit den Frugalen und auch mit Finnland zusammenzutun. Und wenn Sie zurückdenken, dann wurde ja ursprünglich vorgeschlagen, 500 Milliarden an Krediten, an Zuschüssen. Jetzt ist man dabei, dass 390 Milliarden an Zuschüssen sind. Aber Österreich hat null an Zuschüssen vorgeschlagen. Nun, es ist natürlich immer in jeder Verhandlung ein Aufeinanderzugehen. Das passiert hier und ich kann Ihnen schon sagen, dass ich es als wirklich starkes Zeichen für Europa werte. Und es zeichnet sich hier auch ein starkes Ergebnis für Österreich ab. Und es zeigt sich hier wiederum, dass man beides kann. Man kann sich solidarisch in Europa zeigen und trotzdem für Österreichs Interessen eintreten. Wie zufrieden sind Sie denn? Nicht sehr zufrieden, denn gerade Zuschüsse sind die wirksamste Waffe gegen die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19. Und wir dürfen auch nicht glauben, dass Österreich alleine sich aus der Krise heraus befördern kann, sondern das österreichische Interesse und das europäische Interesse gehen Hand in Hand. Denn wir sind das Land nach Deutschland mit den meisten Nachbarn in der Europäischen Union. Wir sind eine offene Volkswirtschaft mit vielen Außenhandelsbeziehungen. Und daher ist es in unserem Interesse auch, wenn es ein großes europäisches Paket gibt. Und da wären die 500 Milliarden wesentlich besser gewesen an Zuschüssen als die jetzt 390. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, Frau Edtstadler. Das Zitat lautet folgendermaßen: Das Ausmaß von einzelnen Egoismen einzelner Teilnehmer an diesem Gipfel ist absolut erschreckend und wird der historischen Aufgabe nicht gerecht. Die geizigen vier wollen die Solidarität immer weiter drücken und minimieren. Das hat heute der außenpolitische Sprecher der CDU gesagt, also ein Parteifreund von Ihnen. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Es zeigt sich doch jetzt, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir zeigen uns solidarisch. Wir wollen denen, die am härtesten getroffen sind von dieser Krise, auch unter die Arme greifen. Aber bitte hören wir doch endlich auf zu sagen, es wäre antieuropäisch, wenn man sich dafür einsetzt, dass dieses Geld zweckgerichtet eingesetzt wird, dass es so eingesetzt wird, dass wir im Endeffekt alle widerstandsfähiger werden in Europa und dass man auch auf die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schaut. Denn Sie dürfen nicht vergessen, wir verschulden uns hier wirklich für die Generationen nach uns. Und das ist gelebte europäische Solidarität und das Wahrnehmen von österreichischen Interessen. Warum überzeugt Sie das nicht? Denn weil ich überzeugt bin, dass wir die tiefste Wirtschaftskrise haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar in allen Ländern in Europa. Und unsere eigene Wirtschaft, schauen wir nur auf den Tourismus, schauen wir nur auf die Exportindustrie, schauen wir auf die Autozulieferindustrie, hängt ganz stark von den Nachbarländern ab. Und wenn es denen gut geht, geht es uns auch gut. Und daher ist ein großes Wiederaufbaupaket, das aus Zuschüssen besteht und weniger aus Krediten, das zielgerichtet ist. Das hätte ich mir gewünscht, dass die Regierungschefs weniger versuchen, wie unser Bundeskanzler, dass es weniger wird, womit es auch weniger für Österreich wird, sondern dass man schaut, dass es mehr wird, nämlich mehr an Wirksamkeit, mehr für den Klimaschutz, mehr für die Digitalisierung und alle diese Zukunftsfragen. Jetzt ist das erstaunlich an Ihre Kritik her, die fünf Sparsamen, also die vier plus eins Finnland, die waren ein ÖVPler, nämlich Herr Kurz, ein Liberaler, nämlich Rutte aus Holland. Aber die drei anderen Sparsamen oder Geizigen oder Frugalen, nämlich Dänemark, Schweden, Finnland, sind lauter Sozialdemokraten, also Parteifreunde von Ihnen. Haben die das auch nicht verstanden? Schaut so aus, aber der wesentliche Punkt an der Sache ist ja, gerade aus österreichischer Sicht, aus schwedischer oder dänischer Sicht mag das vielleicht sich eine Spur anders darstellen. Ich glaube es nicht übrigens, aber aus österreichischer Sicht ist es ein wirklich schwerer Fehler, sich so zu verhalten. Und das muss man ganz klar sagen, dass das niemanden was bringt in Europa, schon gar nicht Österreich, denn je kleiner das Paket, desto weniger auch für unser Heimatland. Jetzt haben ja sehr viele Politiker aus anderen EU-Ländern und vor allem viele Kommentatoren in ganz Europa die frugalen Vier als unsolidarisch und egoistisch kritisiert. Und der Holländer Mark Rutte, der diese Gruppe quasi anführt, hat heute sogar ganz offen gesagt, wir sind nicht in Brüssel, um miteinander Geburtstage zu feiern, sondern jeder hier kümmert sich um sein eigenes Land.
Aber sollte die EU nicht genau andersrum funktionieren, solidarisch? Man kümmert sich eben nicht nur um sein eigenes Land, sondern gemeinsam um Europa? Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es geht beides. Solidarisch sich zu zeigen in Europa, gemeinsam aus der Krise rauszukommen. Und es stimmt ja, dass wir eine große Krise haben, in der wir noch mittendrin stecken und natürlich nur gemeinsam rauskommen können. Aber trotzdem auf die eigenen Interessen, auf die Steuerzahler zu schauen. Und ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, was schlecht daran ist, wenn der Bundeskanzler, so wie es jetzt der Fall ist und nach dem jetzigen Stand, den vierfachen Rabatt für Österreich erreichen kann, im Gegensatz zu dem, was der letzte sozialdemokratische Bundeskanzler Faymann beim letzten mehrjährigen Finanzrahmen erreicht hat. Da geht es um Geld der Steuerzahler. Wir wollen solidarisch sein. Wir wollen aber auch, dass das Geld zweckgebunden eingesetzt wird. Und ganz ehrlich, Herr Wolf, aber darf ich jetzt ganz kurz zwischenfragen, das habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden. Wenn wir solidarisch sind, warum ist es dann gut, wenn wir ein paar hundert Millionen weniger bezahlen? Was ist daran solidarisch? Weil das auch eine Frage der Fairness ist. Wir zahlen sehr viel mehr ein ins Budget, als wir herausbekommen. Wir sind bereit dazu. Und das ist ja der zutiefst europäische Zugang auch. Aber man muss auch irgendwo einen Ausgleich schaffen. Und nur wenn Sie mich einen Satz sagen lassen, es geht um 750 Milliarden zusätzlich zu fast 1.100 Milliarden mehrjährigen Finanzrahmen. Das ist eine Summe, die ich persönlich mir nicht mehr vorstellen kann. Und jetzt geht es darum, das Geld so einzusetzen, dass es uns allen nützt. Und da schaut man genau hin. Und das ist das, was unser Bundeskanzler tut. Das ist auch das, was ich im Vorfeld dieses Gipfels und beim Rat letzte Woche getan habe. Und es zeigt sich, dass es richtig ist, wenn man sich mit Gleichgesinnten auch abstimmt. Weil dann spielt Österreich so wie jetzt auch eine entscheidende Rolle. Und jetzt ist die Höhe der Zuschüsse für Sie zu wenig. Aber ich vermute, mit einer anderen Forderung von Bundeskanzler Kurz haben Sie kein Problem. Nämlich, dass diese Zuschüsse an die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern gebunden werden. Wir haben gerade gehört, Polen wehrt sich vehement, Ungarn wehrt sich vehement. Aber warum ist das überhaupt ein Thema? Ist das nicht selbstverständlich in der EU, dass in allen Staaten die Rechtsstaatlichkeit gilt? So sollte es sein, Herr Wolf. Aber immer wieder wird den Rechtsstaatbrechern, nämlich dem Herrn Orban, dem polnischen Präsidenten bzw. Premierminister, auch anderen in der Europäischen Union dann die Mauer gemacht. Und im Fall von Polen und im Fall von Ungarn gibt es ja schon Vertragsverletzungsverfahren, also wo Europa, die Europäische Kommission, ganz scharf auch gegen diese Mitgliedstaaten vorgeht. Und wir als Europäisches Parlament haben übrigens über Parteigrenzen hinweg beschlossen, dass es mehr Geld braucht, aber auch, dass es Rechtsstaatlichkeitsmechanismen braucht. Wer europäisches Recht bricht, soll eigentlich kein europäisches Geld bekommen. Jetzt haben wir schon gehört, Polen will auf keinen Fall zustimmen, wenn es diese Klausel gibt. Kann das noch scheitern? Ich denke, Polen und auch andere nette Empfänger haben wirklich höchstes Interesse daran, dass man hier sich auch jetzt einigt, dass es dann die Gelder gibt, die ab 01.01.2021 fließen. Die Rechtsstaatlichkeit ist einer unserer Grundwerte neben Menschenrechte und Demokratie. Und da darf es auch keine Abstriche geben. Und ich glaube, ich bin hier optimistisch, dass auch diese Länder das letztlich einsehen werden. Und ich bin dafür, dass hier eine Verzahnung zwischen mehrjährigen Finanzrahmen und auch Rechtsstaatlichkeit stattfindet. Sie haben immer gesagt in mehreren Interviews, dass 500 Milliarden an Zuschüssen für Sie die Untergrenze sind. Jetzt wären es 390 Milliarden. Nach allem, was Sie bisher über das Paket wissen, werden Sie im EU-Parlament zustimmen? Die Zustimmung braucht es ja. Die Zustimmung des Europäischen Parlaments braucht es. Und daher hat das Europäische Parlament, ich sage es nochmal, mit den Stimmen von vielen Fraktionen wesentlich höhere Zuschüsse beschlossen. Rechtsstaatlichkeit, scharfe Kontrolle für die Mittelverwendung und einen sinnvollen Einsatz. Und wir werden das jetzt beurteilen, was in dem Paket insgesamt drinnen ist. Denn ja, das Europäische Parlament könnte jetzt auch noch einmal ein Veto einlegen, aber was wir noch weniger wollen als ein minimales Paket ist, noch einmal Zeit verzögern. Wir sind mehr verantwortungsvoll und bewusst als die Regierungschefs. Ich möchte nicht so wie Sebastian Kurz wegen der persönlichen Inszenierung das jetzt ewig blockieren, sondern ich glaube, man muss es bewerten und wenn das Paket besser ist als das, was vorher war, dann sollte man es auch beschließen. Darf ich übrigens eins noch sagen, weil ein Punkt fehlt mir ganz stark. Das ist, wenn man sich schon mit dem Herrn Rutte von Holland ins Boot setzt, dann sollte man dem eigentlich sagen, wenn er seine Steuerschlupflöcher, was Holland ist, ein Steuerschlupfloch für die großen Konzerne in Europa, wenn wir die zumachen, dann braucht man gar nicht ums Geld streiten, weil dann hätten wir viel, viel mehr Steuereinnahmen in Europa und denen uns viel leichter. Also werden Sie das Herrn Rutte ausrichten? Naja, der Herr Schieder vergisst, dass es auch sozialdemokratische Regierungschefs sind, die diese frugale Position vertreten, die auch ihre eigene Position vertreten. Wir haben einen liberalen Regierungschef, der in diese Richtung denkt. Wir wollen gemeinsam daraus rauskommen. Das ist ein starkes Ergebnis für die Europäische Union, dass die Regierungschefs jetzt in die vierte Verhandlungsnacht gehen. Und ich bin optimistisch, dass es ein gutes Ergebnis auch für Österreich wird. Das zeigt sich auch schon an dem Verhandlungserfolg zum Rabatt. Gut, dann schauen wir mal, ob es überhaupt ein Ergebnis gibt. Bis 6 Uhr früh könnte es dauern, sagt unsere Korrespondentin in Brüssel. Ihnen beiden danke für den Besuch im Studio. Danke.